Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge 7 Days to Die, Viertel nach drei. Was reimt sich auf Brei? Wir sind alle frei. Kurz nach sieben dabei, ich weiß es nicht. Guten Tag. Ja, doch, frei. Frei reimt sich auf drei. Und wir sind dabei. Hat mir jemand in die Kommentare geschrieben oder beziehungsweise im Chat. Wir haben jetzt hier Stolperfallen. Stimmt, du hast Draht gezogen. Weg da durch hier, was passiert? Du kriegst einen Schlag. Ich hab keinen Schlag gekriegt. Ist, der an? Ist es unter Strom? Wo ist denn der Generator? Ich glaube, ich habe auch mal wieder. Der ist da bei uns drin. In dem Gebäude? In dem Kabuff. Okay. Kabuff. Bin sehr gespannt, Tag 14 Horde. Ist ja nicht mehr lang. Nee, stimmt. Na, dadurch, dass wir das jetzt auch schon fertig haben, hast du noch ein Luchtzement, um das zu machen? Ich habe drüben noch angesetzt. Also ich habe jetzt gerade rausgeholt, was ging. Und ich habe drüben die zwei Zementmischer angesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, was wir letzte Folge gemacht haben. Das Problem ist, wir haben jetzt ein paar Tage nicht aufgenommen. Wieso gibt denn da hier? Aber ich würde zumindest gerne den Boden stabil haben, dass wenn hier irgendwie an der Gegend kotzt oder so ein Kram, was sich leicht sauber machen lässt. Der maximal Output 87 Watt. Power 0 Watt. Ist ja komisch. Ich höre ihn nicht laufen. Ich höre keinen Generator laufen. Das kann nicht sein. Ich habe hier eine Batteriestation. Ah, wie kriegt die Strom? Durch Batterien. Ich habe Batterien eingebaut. Ach so. Luft. Mit Luft und Liebe. Ich weiß nur, dass bei den Modpacks gab es immer diese grünen, die aussehen wie Makita, ne, was ist das für eine Farbe? Grün-weißen Batterien, die dann irgendwie per de mobile mäßig unterwegs sind. Okay. Hast du Hunger? Ziemlich. Feuer ist hier drin. Ziemlich Hunger. Ich hab nämlich hier was angesetzt. Ich mach das jetzt mal hier aus, damit das nicht unnötig. Oder muss ich einen Switch zwischenhängen? Mach mal. Probier's doch aus. Soll ich dir was mitbringen? Ich hab einen Switch. Nee, ich hab einen Switch hier. Soll ich dir was zu trinken und zu essen mitbringen? Sollst du mir? Ja, das wäre geil, ja. So. Mal das hier rüber. Dann bringe ich dir schon mal das Fleisch. Und dann gucken wir mal den Zementmischer an. Guck mal hier. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. So. Ja, ich denke, das müsste reichen. Also es kommt jetzt drauf an, mit was wir ballern, ne? Ich habe hier die eine AK zu Sniper umgebaut. Wir haben die Pistolenmunition ein bisschen was. Ja, also das... Du hast ja Neumann und außerdem haben wir noch den Strom. Also, so, hier, pass auf. Mach jetzt mal deine Verkabelung fertig. So, ja. Ich finde es so ein bisschen schade, dass diese Kabel einfach durch die Gebäude gehen, weißt du? Also, ja. Das ist so, wo ich so denke, so, jetzt ist hier die Verbindung weg. Ach nee, die ist nur ganz weit nach hinten durchgezogen. So, aber da leuchtet kein Licht, meine ich. Also wird es nicht funktionieren. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ist die nicht, muss die nicht vor einen Generator und die speichert einfach nur Energie dazwischen? Dachte ich immer, aber... Ja, du kannst die... Nee, die funktioniert schon mit den Batterien, aber die sind... Ach, wahrscheinlich sind die leer. Ja, meine ich. Kannst du mal die Kiste hinter dir aufmachen, dann packe ich dir das Essen da rein. Wahrscheinlich sind die leer. So, da ist Tee. Das ist mit so einer Solarstation, aber das ist, glaube ich, Oh, da habe ich... Das habe ich noch nie gemacht. Nee, deswegen, ja. Aber ich auch nicht. Wie heißt denn das? Solar. Ja, einfach Solar, aber gibt es hier nicht. Kann man wahrscheinlich nur lernen, oder was? Oh, die waren auch kaputt hier. Da muss ich ja echt einen Generator... Da muss ich ja noch einen Generator... Genau, das wollte ich ja eben nicht machen. Das nervt ja total. Ja gut, aber das gehört dazu, oder? Also... Ihr Wummer? Ja gut, du kannst den Generator ja auch hier prinzipiell draußen an die Treppe stellen. Wenn die uns nicht sehen und die Tür zu ist, dann... Weißt du... Ja. Ja, stimmt schon. Ne? Also, wenn ich das hier oben nerv... Ich kann noch schnell eben bauen, tatsächlich... Habe ich den Skill? Oh, guck mal, ich sehe hier schon den Mais wachsen oben. I have the skill. Ja, ja, ja. Da könnte ich mich jetzt auch noch mal kurz dran machen, um ein bisschen weiter frei. Das kannst du nie wieder essen, das Vieh. Es knirscht wie sonst noch was. Wird auf jeden Fall hier nicht mehr graben. Ja. Verdammt. Wo ist er hin? Oh Mensch. Ich hatte gerade eben schon einen Hasen. Ist unser Hase eigentlich noch da? Nee. Oh. Ist jetzt weg. Eben war noch da zu Beginn der Folge oder hast du ihn gekillt? Ja, ich habe einen Hasen getötet, aber nicht den. Naja, das sagen sie jetzt. Nee, na gut, dann wird er aber weggerannt sein. Saß zum Beginn der Folge saß da noch ein Hase. Ja. Bis jetzt, ich merke schon, die gewisse Form schwebt im Raum. Die Beweise gehen gegen mich.
Aber. Mach Essen draus. Ich mache jetzt auch Essen draus. Hast du hier Iron Spikes haben wir gemacht, sind fertig. Genau. Sag mal, die Cornplant kann man nicht, die kann man nicht einfach pflanzen, ne? Die muss man zerschlagen. Da wird der Growing in dem stehen. Das wo ist alles bist, in Mods. Wo ganze du? Korn hier oben. Ja? Da kann man nur schlagen, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ein Messer was anderes ist. Nee, geht schon. Aber Potato Plant, genau, Kartoffeln. Früher gab's ich hab's kaputt geschlagen, ich Trottel. Ich got a home world. Scheiße, auch kaputt geschlagen, die sind noch nicht ausgewachsen. Okay. Ja, ich finde es irgendwie blöd, warum kann man nicht E drücken, um zu abzufarmen? Weißt du? Ja, das stimmt. Also zumindest so bei selbstgebastelten, ne? Selbstgepflanzten, das wäre. Ja, es gibt ja eine Mod, also das gibt's ja als Mod. Also dieses mit E einsammeln. Aber ja, so grundlegend verstehe ich es halt trotzdem nicht. Ist eine einzelne Mod oder was? Also die gibt ja wahrscheinlich. Ja, ist eine einzelne Mod. Du kannst sagen, eh mit aufsehen. Jedes Modpack, was es gibt, das kannst du dir ja selber zusammenbasteln. Also das muss ja jetzt nicht. Ne? Hast du da schon mal so reingeguckt in so eine. Ich hab so eine Mod. Was? Ja, klar. Also wie man jetzt so eine Mod basteln würde? Eine Mod basteln? Ja, also warum? Zusammenflicken, wie du es nennst. Ja, klar. Na gut, das kannst du ja über einen Mod-Launcher machen. Du kannst ja, im Mod-Launcher musst du ja kein fertiges Paket laden. Du kannst ja sagen, mach dein eigenes Paket und dann wählst du aus den verfügbaren Mods dir das aus, was du möchtest. Okay, also da gibt es nicht nur die Pakete, sondern dann noch die einzelnen. Schon. Ja, genau. Die habe ich ja noch nie gesehen. Gibt es dann so eine Liste und dann sagst du Modlets, das nennt sich dann Modlets, nicht Mod-Paket. Und dann wählst du dir das aus, was du möchtest. Und dann musst du das noch optimieren oder wie darf ich das verstehen? Du hast mir was essen. Nein, also grundlegend gibt's ja Mod-Hersteller, die Modlets machen. Also, ne, die einfach irgendwie eine Mod machen. Da gibt's zum Beispiel, das hatte ich dir letztens mal erzählt, da gibt's andere Fahrzeuge zum Beispiel. Gibt's da einen Hot Rod oder einen Buggy oder so als Fahrzeug. Oh, Schissel. Schon wieder kaputt geschlagen. Solche Dinge gibt's halt. Das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt's halt Sachen, die Skills optimieren. Mehr Zombies spawnen, weniger Ausdauer. Also gibt's halt ganz vieles. Und dann gehen Modder her oder Leute, die halt Bock haben, so ein Modpack zu machen und machen halt daraus ein Modpaket. Und dann wird das halt beim 7 Days to Die Launcher als Paket angeboten. Und dann gibt es halt noch die halt zusätzlich noch irgendwelche eigenen Sachen einbauen. Ja. Ah, okay, so Darkness Wars-mäßig, die machen dann was eigenes. Die machen eigene Sachen, genau. Die haben dann, da gibt es dann nicht diese Modlets nur ausschließlich, sondern die machen halt. Kriegt man deren Kram denn auch so in den Modlets? Es kommt aufs Modpaket an. Wenn das aus eigenen Modlets besteht, dann sind ja ganz viele da beteiligt. Dann hast du ja. Der Jax Teller, der die War of the Walkers macht, der macht zum Beispiel verschiedene Modlets. Zum Beispiel dieses Zombie-Reach, dass die Zombies sich nicht so leicht treffen können, also diese berühmten Gummiarme auf dem Surfer. Ach so, Wobei das Mod-Ding macht die Zombies halt wesentlich zu leicht. Also da müssen die schon echt nah dran sein, dass sie da mal in deine Richtung schlagen. Und das finde ich jetzt persönlich so. Ja. Semi. Es macht Spieler zu leicht, dann müsstest du die Zombies stärker stellen. Aber wenn der Zombie dich nicht mal mehr schlägt. Oder es kaum schafft, an dich ranzukommen, finde ich das nicht so spannend. Ja. So, jetzt stelle ich hier nochmal einen Generator hin. So, und der Generator geht an die Batteriebank. Also ich baue jetzt hier oben gerade mal das Feld ein bisschen aus. Brauche ich nur Benzin. Haben wir nicht mehr? Wir müssten mal gucken. Achso, der Beaker fehlt ja. Fuck. Ja, der Beaker ist ein Riesending. Fehlt. Ist aber schon bitter an Tag 13. Könnte auch der Händler verkaufen, oder? Den Beaker. Ja, der kommt jetzt auf den Wechsel drauf an, den er hat. Also wenn er. Also es ist, glaube ich, alle 7 Tage oder so, ne? Der Restock. Das ist sein, ja, genau. Der Admin könnte das nochmal beschleunigen. Aber. Das ist ja das Problem bei 7 Days to Die, dass du viele Sachen, du hängst. Ich kann mich jetzt erinnern, der Spielekaiser hat irgendwie gestreamt und der hat
die Orga nicht gefunden, ums Verrecken. Der war irgendwie ewig weit, was jetzt den Fortschritt anging. Mhm. Ist jetzt meine Spitzhacke kaputt? Tatsache. Ich hab hier nur, hast du noch Repair-Kits? Nee. Hab ich nicht. Wo? Achso, bei dir. Ich hab welche. Aber die sind auch wahrscheinlich hier in den Kisten, oder nicht? Kann sein, dass noch welche da sind. Also, ansonsten kannst du natürlich welche machen. Nö, sind keine. Dann komme ich mal zu dir. Ich wollte mal oben das... Gib dir die Hälfte. Das Ding ein bisschen erweitern. Ja, der hat halt ewig lang keine Orga gefunden, ne? Das ist halt manchmal, der Loot ist halt natürlich random und dann hast du Pech oder Glück, ne? Das ist wie früher, kannst du dich erinnern, als man noch das Forge-Buch finden musste, als sie das umgestellt hatten und da also auf einmal... Also das war auch, also die letzte Aktion, ja, das stimmt. Ja, und dann bist du halt die ganze Zeit am Forge-Buch suchen und denkst dir halt so... stellenweise Tag 7, 8 und kein Eisen quasi. Ja, genau. In der Schüssel. Ich bin gespannt, wie das hier mit der Horde wird, also... Ich würde sagen, du baust noch ein bisschen, ich schlage hier noch ein bisschen weg und dann sehen wir uns gleich wieder, weil jetzt ich schlage hier nur Steine ab, würde jetzt noch ein paar Beete setzen. Ja, machen wir so. Bis gleich. Ja, bis gleich. 15.21 Uhr, wir sind zurück. Du hast Spikes gesetzt, unfassbar. Oder Spikes gesetzt. Unten, unten Generator. Genau, ein Generator. Aber es ist jetzt nicht so... Ja gut, gut. Button? Naja, ich habe jetzt gedacht, weil hier der Sprung... Oh ja, gute Idee. Ja. Dann ist, sag mal, der Druck ist groß. Weil man fällt, wenn man hier rausgeht, eher nach unten. Ah nee, da unten ist aber kein... Also die Spikes sind nicht direkt so. Unter. Das Ding funktioniert jetzt, Update. Light on. Hier sehe ich leider nicht, ob irgendwas passiert. Der läuft. So, ich habe nochmal hier ein bisschen Saft drauf hier gegeben. Vielleicht sollte man den vorderen Teil noch updaten. Hier die Kante. Oder dass er da rein. Das ist eine gute Idee, ja. Nicht, dass er uns hier. Dass er dann hier reinkommen oder so. Hat er zwar nicht. Ist auch richtig, was ihr macht? Ich hab schon ein bisschen was geupdatet. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Haben wir hier noch die Tür? Fehlt was, aber sie halt, das ist nicht schlimm. Ja, da kommen wir jetzt schwer hin. Außer man setzt halt Wood Frames auf die Spikes. Achso, und hier müssten wir. Habe ich Eisen in der Tasche? Nein. Was hättest du gern? Über uns ist noch nicht alles Eisen. Da sind noch vier. Da brauchen wir noch 40 Eisen. Habe ich leider keine. Egal. Hat ein großer Dichter, ein deutscher Dichter schon gesagt. Ein großer deutscher Dichter. Hier kurz mal reparieren. Und hier hast du jetzt. Hier hast du das alles weggenommen. Das ist eine gute Sache. Oh. Achso, jetzt habe ich die Tür zugemacht. Ah, war es vielleicht auch nicht so geschickt. Nee, man kann sie öffnen. Ich hatte die auch schon zu. Was habe ich wo gemacht? Hier hast du die Steine weggenommen. Also das sieht schon so aus, als wenn der jetzt frei liegt hier, ne? Jetzt weiß ich nicht, was mit dem Pfeiler ist. Den könntest du... Achso, ich habe oben bei dem Beet. Ja, da habe ich freigeräumt, weil ich da noch neue Beete setzen wollte. Ich habe praktisch oben den Teil gehabt und hier auch den Pfeiler, den einen würde ich mal da lassen. Nur so rein aus Sicherheitsaspekten. Ja, den könntest du, glaube ich, sogar aufwerten. Dann wird der ein... Brauche ich nochmal Zement? Kann ich holen. Du meinst, dann wird er massiv? Dann wird er massiv, ja. Okay. Wir sollten vielleicht noch ein bisschen Quest machen. Ja. Wir haben noch jede Menge Quest. Jede Menge buntes Matis. Oh. Ja? Hier ist ein Tresor drin. Hä? Wo? Lustig. Der ist hier eingebaut. In den Zeug war der drin. Wusste ich nicht. Guck dir das an. So, ich habe mal die Säule stabilisiert. Ey, also wirklich, ich habe die ganze Fleisch weggefressen. Und bist nicht satt geworden. Ich bin immer noch bei der Hälfte. Die geht so schnell. Tja, das ist leider, Essen ist in dem 7 Days to Die. Ja, in der neuen Alpha ist echt eine Sache, ey. Haben wir noch Punkte? Ich habe noch zwei Punkte. Ich überlege gerade, ob ich noch einen auf Iron Gut gebe. Nee, geht ja, ich habe jetzt so ja gerade eh noch einen auf Iron Gut gemacht, ey. Zwei auf Iron Gut. Ja. Und The Land. Hörst du mich? Ja. Was machst du? Soll ich dir helfen? Voll in Rage hier. Ich hau den Safe kaputt. Okay. Pack mal Hammer und Gedöns weg. Hammer und Sichel. Guck mal, da liegt doch unter unserer Hütte doch glatt eine grüne, eine vierer Hunting Rifle, ein bisschen Kohle und Silver Nuggets. Na, wer hättest du gedacht? Gut. Ja? Ja, ich denke, die Horde. Guck mal, da sind Zombies. Wo? Drüben an unserer. Die wollen mal testen.
habe das Gefühl, die wollen mal testen. Kannst du mal... Ach Mensch, lass ihn doch mal oben reinrennen. Ja. Komm mal mit, Jungs. Hier. Jungs. So, wenn ich jetzt hier oben in die Hütte reingehe, müsst ihr uns doch folgen. Wir sollten eigentlich... Komm, lass die Zombies. Lass uns questen, komm. Welchen Rallye-Point hast du denn? Ja, lass uns den nächsten nehmen, sozusagen. Also das wäre... den T2, oder? Ja, schon T2. Das ist der TF2-Fetch von 540 Meter. Komm, lass uns hinfahren, dann machen wir noch ein bisschen Punkte. Genau. Und... Er fährt doch direkt los. Ja, du hast ja schon wieder ausgelernt. Ne? Du bist schon wieder vorbereitet. Ja, wir haben ja die Ausleerkiste unten. Ach, nein, ich hab wirklich aussortiert. Ich glaube, rechtsrum ist schneller. Ich finde diese Bäume, die im Karree stehen, sehen cool aus. Ja, irgendwie schon. Hat ein bisschen was. Hier wird bestimmt auch Stein drin haben. Oh Gott. Oh Gott. Der macht lange noch. Okay. Was ist denn das für ein Ding? Das habe ich nie gesehen. Datenflugkabel. Ist das der Trader? Komisches Ding. Moin. Wahrscheinlich ist es erstmal in deine Richtung, ne? Ja. Komm mal mit. Bin unterwegs. So. Oh, ich habe die Munition oben gelassen. Naja, der Baseballschläger wird mich schon retten. Der wird dich schon retten. Was bräuchtest du denn? 9 mm. Achso, 9 mm, nee, halt nicht. Nee, es ist wurscht. Es ist nicht wild. Wieder noch ein paar Zombies. Geil. Ich bin schon gespannt auf die Horde-Nacht, alleine. Die... Oh, was ist denn jetzt? Ich bin irgendwie dizzy. Das hatte ich auch noch nicht. Oh, jetzt nicht mehr. Was war denn das? Ein grünes Männchen, was sich den Kopf hält. Ich hab keine Ahnung. Ist auf jeden Fall wieder weg. Hab ich Angst vor den Zombies? Nee, ich hab doch keine Angst. Ich hab doch keine Angst. Wo ist er? Ich weiß nicht. Gut. Nee, oh Gott, fast wieder gestartet, ohne dass du da bist. Aber muss ich so nah dran sein? Jo. Wild River, lass uns das hier mal durchziehen. Machen wir eine schnelle Nummer. Oh. Ich gehe jetzt runter. Okay, ich komme. Ich bin runtergefallen. Ich auch. Hallo, Zombies. Wo seid ihr? Machen wir eine schnelle Nummer hier. Bergbank? Destroyed. Ach, hier. Hier ist eine Kiste, ein Shamway. Die nehmen wir natürlich mit. Shammy Mohammy. Noch ein bisschen Spiel Jabuddel geguckt, wa? Nee, das hat früher Dings gesagt hier. Mutter. Deine Mutter hat das gesagt. Nee, das, wie heißt der? Rhino Crunch. Also noch gut war, meinst du? Ja. Der hat ja auch mal 7 Days. Ja. Der hat, ich weiß noch, die Folge mit dem, wo er Fässer auf die Gas gestellt hat. Auf die Straße gestellt hat und so die erstes Mal so in der Alpha 1 oder sowas. Ja. Hier sind die. Und du hast? Nee, hab ich noch nicht. Achso, das sind nicht meine. Scheiße. Ja, das dürfte meine sein. Was, wo? Naja, bei den ganzen Löchern an der Wand da. Ja, hab ich. Alles klar. Wo sind deine? Ist mir ein kleiner Lapsus passiert. Meine? Da lang. Nach unten. Unten sind die. Meine sind unten. Okay. Oder hier? Cool. Ach nee. Ich geh jetzt mal. Oder ist sie hier unter einem. Sah jetzt nur so aus oder was? Schwierig. Gut, dann weiter. Hier. Na, dann sie. Ach, die sind hier drin. Alles klar. So. Okay. Nächste Quest. Ich würde sagen, dann markieren wir mal die nächste. Hier ist Nurse to the Back Hatch. Hast du den? Nee, hab ich den jetzt gerade geshared? Jetzt habe ich ihn geshared, ja. Das ist irgendwie 150 Meter, einfach machen. Einfach mal machen. Einfach machen. Gut.
Was ist los, Bosser? Ich hab mir nur eine Tür geschossen. At a rally point, kill some Nurse-Zombies. Das kriegen wir hin, solange es nicht die Football-Zombies sind. Ja, wobei, das würde ja jetzt auch kein Problem mehr sein. Das war ja, das ja irgendwie am Anfang raus, mit, ja. mit ein paar, paar Schuss Munition. Bin da. Genau. Ja. Und. Peng. Und dann musst du aber schon mal 20 bringen jetzt. Drei Zombies, echt. Talk to the Trader, das war's. Hast du jetzt schon alle weggemacht? Das gibt's doch nicht. Hat sie mich noch erwischt. Jo. Dann haben wir noch 900, 500 the Cable, head to the rally point. Hier, hast du den, den Cable Guy? Der ist 264 Meter entfernt. Ich hab dich von der Schlange gerettet. Ist doch egal, ich hätte die weggefressen. Weißt du, die hätte sich einfach die Zähne ausgebissen, das. Ich fahr schon mal dahin. Welchen? Ja, komm mit. Komm, fahr, genau, fahr mir hinterher. Ich hab's auch geteilt. Irgendwas mit Cable Guy. Keine Ahnung, was das ist. Kill some Utility Worker Zombies. Ah, alles klar. Vielleicht ist das ja anspruchsvoller für uns. Wir machen sie alle platt! Wahrscheinlich nicht. Wir sind jetzt Nummer 1 in der Nahrungskette. Weiß. Im Huhn überfahren, so muss es nämlich sein. Das ist ja die wahre Macht. Let's go. Ey, ey, hab ich dir was getan? Mach den. Hast du noch einen Coyote? Coyote Ugly habe ich erwischt, ja. Dr. The Trader haben wir auch fertig. Der kommt gleich wieder zurück hier, der Coyote. Ach nee, der ist einfach der ist umgefallen. Der ist umgestorben. Der ist schon vorgerissen, den brauchen wir aber nicht wirklich, oder? Obwohl, Essen ist so ein Ding, ne? So, nächste. Das nächste ist 602. Ne, den haben wir fertig. Hier, 434 Meter. Tier 2 Fetch, 434 Meter von hier. Ist es so schwer, ein narratives Geräusch für ein Motorrad aufzunehmen und einzuspielen? Ich glaube, also wenn man Autosimulatoren oder sowas sieht, das geht ja auch, ne? Also ich glaube einfach, ja, es ist halt Seven Days to Die und es ist, ja, ich will jetzt auch nicht so stark upragen über Seven Days, aber Seven Days ist einfach alt und nicht schön. Egal, ob du die Lichteffekte neu machst, weißt du, und solche Sachen. Ja. Das ist einfach so. Das ist einfach. Ich meine, es ist spielerisch was Spannendes. Kommst du her? Ja. Hast du den gerade mit dem Baseballschläger? Ja. Oh, Geier. Ich hätte sonst noch eine Doppelläufe hier. So, wir müssen Find the River. Oh. Na geil, ich komm mal runter. Ups, ich bin runtergefallen. Huch, das ist aber gefährlich. Helft mir bitte. können wir... Ja, okay, wir können auch so die Tür öffnen. Wir müssen hoch, ne? Wir brauchen die White River... Lass uns auf die River Supplies konzentrieren, würde ich sagen. Oh, was hat mich geschlagen? Perale Mary hier. Kenn ich mir ja nicht das Haus. Nee. Mir auch irgendwie nicht so. Muss auf jeden Fall nach oben. Hi. Ich habe gerade ein Mod von Laser Sight. Okay. Voll aufstoßen. Ich habe sie gefunden. Heute. Ich weiß nicht, ob sie auch für dich hier sind. Lass uns das durchziehen. Wir haben nämlich schon 20 Uhr. Ja, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt chille. Schon. Der kommt, der Spiel, der Zuschauer denkt sich, Mann, nerv nicht. Spielt der Shroud. Was ist da los? 24 Meter, ich muss noch weiter nach oben. Noch, hier geht's hoch bei mir. Wenn du zu mir kommst, hier rüberspringen, einmal.
Unten laufen Zombies. Jetzt hier hoch. Läufen? Läufen. Noch höher. Verdammt. Was? Was ist denn das für ein Haus? Wie kommt man denn hier hoch? Wie kommt man... Ist aber nicht der Weg nach oben, ne? Na, hier außen. Bestimmt. Ach so. Ja. Der hat aus den Latschen gekippt. Hier liegen Schuhe rum. Ist ja lustig. Und man findet so Schuhe drin. Das ist ja der Wahnsinn. Oh, tut mir leid. Ne, geht so. Dann holen wir mal schnell. Hier ist er manchmal. Ja, hier. Meine ist hier. Ich hab meine schon. Also wir können weiter. Ja. Außer hier ist irgendwie noch ein Master-Loot-Raum. Wird bestimmt sein. Aua. Nix? Nein, ich bin noch nicht rum. Ich glaube, hier ist noch irgendwo was. Weil da, ich habe einen lila Bogen gefunden. Oh, fuck. Ja, hier ist nochmal hoch. Und ja, hier sind ein paar Adler. Okay, dann machen wir das Ding mal schnell auf. Ja, geil. Das ist ja geil. Guck mal, das Haus kenne ich aber. Das war in Neviscan stand das. Das hatte ich schon mal in meinem Solo-Let's Play eingenommen. Na gut, dann hier runter, oder? Übers Dach. Hast du BD geholt? Ja, okay. Jo. Oh Gott. Ah, ich dachte schon, es geht schief. So, haben wir noch eins. Tier 2 clear habe ich noch in 346 Meter. Hast du? Ich komm dir hinterher, warte. Ja, genau. Seid ihr nicht warte, fahr. Ich, Haben wir hier aber gut durchgepowert, wa? Aber wirklich wahr. Eine nach dem anderen. Kannst ja Balle nicht sagen. Da kannst ja Balle nicht sagen. Ah. Mückenstich. Um die Zeit. Ist eigentlich kalt genug draußen gegen Mücken. Naja, dass sie kaputt gehen noch nicht, aber sollte jetzt auf jeden Fall. Bin da. Wer noch? 140 Meter. Wirklich schöne. Schöne Map. Oh, fuck. Ey. Ich glaub, dass du spinnst. Aktivieren. Du musst. Ich muss. Oh, ja. Clear area. Stay within. Okay. Hallo. Nabend. Okay. War zu essen? Nee. Alter, haben die jetzt hier noch außer die kaputtieren oder was? Oh, hier ist was. Oh, Entschuldigung. Ist das geil. Ich habe diverse Rezepte, die gucke ich mir aber später an. Hier sind anscheinend noch welche. Hier ist einer dahinter. Ich weiß noch nicht, wie man da hinkommt. Hier ist auf jeden Fall. Du hast? Nee, hier ist auf jeden Fall clear müssen wir. Hier ist noch einer. Also wirklich mit der Schrift, du nimmst ein halbes Haus auseinander. Es ist nur gut. So, Clear Area, es ist immer noch nicht fertig, ne? Ja. So, ich hab alles durch. Immer noch nicht fertig. Wo sind sie denn? Hier wird mir in der Einzeit 12 Meter über uns. Könnte man da. Ja, hoch? Man hört's. Ja, da, hier muss irgendwo eine Treppe hochgehen. Ja. Hier, ich hab's ja. Na, oh, das ist einer, ja. Drei, vier. Ja, talk to the trader, alles klar, raus hier. Hier am besten durchs Fenster, oder? Hat der Lootraum? Ist hier noch einer? Ja. Okay,
Machen wir halt eine nächtliche Aktion. Der Händler hat ja eh nicht mehr offen. Achso, ja gut. Hätte er so. Ist egal. Oh. Ist wurscht. Und nischt. Oben ist auch noch eine. Oh, ich habe eine Wassermod. Was? Wo? Ah, da. Ja. Maximal überladen, aber das kennen wir ja. Du kannst ja ein Moped ausladen gleich. Ach. Who fucking cares? Ich hab übrigens 8-mal Schinken, ne? 8-mal Schinken? Mhm. So, eine schöne so Robotik- wir sind jetzt bei 30 Flash, Minuten. Das heißt, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Herzlichen Dank für Zuhören, Zuschauen, wie auch immer ihr es nennt. Herzlichen Dank. Bis dahin. Tschüss.